Wir haben viel gemeinsam, Philipp. Wir sind beide hübsche Bengel. Wir mögen beide RC-Cola. Und jeder von uns hat einen Vater, der nichts taugt. Der 8-jährige Philip Perry wurde gerade als Geisel genommen. Werden Sie mich erschießen? Oh ja. Von dem gefährlichsten Mann in West-Texas. Nimm das Gewehr runter, mein Alter. Du treffst mich sowieso nicht, wahrscheinlich nur den Jungen. Los, steig ein, Philip! Dies könnte sein Glückstag sein. Das ist mein Wagen! Die Festnahme durch die Polizei wird erschwert, da anzunehmen ist, dass Haynes einen 8-jährigen Jungen als Geisel bei sich hat. Es geht hier nicht um eine Gefängnisflucht, sondern um eine Großverhandlung. Weißt du was, Philip? Als Amerikaner hast du das Recht, Zuckerwatte zu essen und Achterbahn zu fahren. Ja! Schneller, Mutz! Schneller! Haben Sie ein Telefon? Nein. Gehen Sie rein und legen Sie sich hin, bis wir weg sind. Ich habe dem Richter gesagt, er soll ihn in den Knast schicken. Ich habe ihm gesagt, das wäre genau das Richtige. Kevin Costner. Sie sind nicht böse, nicht wahr, Butch? Oh, doch. Clint Eastwood. Wenigstens wissen wir jetzt, wer das Kommando hat. In einem neuen Film des Oscar-prämierten Regisseurs Clint Eastwood. Perfect World.